Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir haben jetzt hier auf dem Friedhof leider einige Leute zu beerdigen gehabt oder haben noch. Das wird sich gleich zeigen, aber ich glaube, wir haben sie schon beerdigt. Nachdem es hier in... Ah, guck mal. Was? Ah, man kann also beten oder sowas. Okay, passiert nichts. Passiert nichts weiter. Also im letzten Video kam es hier zu einer actionreichen Situation, sage ich jetzt mal. Großangriff der Mongolen. Es waren jetzt halt mal mehrere, Angriffswellen. Die haben wir erfolgreich abgewehrt. Allerdings nicht ganz ohne Verluste.竹を切るか。腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で。ですが、登りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。達者で。 Ja, also die Mongolen hatten eine Zeit lang die Schmiede hier ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, sind immer wieder gekommen, haben geraubt, haben, ja, ich glaube auch Lebensmittel und sowas hier gestohlen. Und, sagen wir ausgeliehen. Und jetzt ist es so, jetzt kann man da oben sehen, das Ganze leuchtet in güldenem Glanz. Wir haben diese Schmiede jetzt für den Moment zumindest mal wieder zurückerobert. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, ob man sie gegebenenfalls nochmal verteidigen muss im Verlauf des weiteren Spiels. Das kann ja passieren. Aber jetzt schauen wir mal. Im Moment ist es auf jeden Fall wieder unsere. Wir haben unseren Schmied, der für uns Waffen fertigen soll von nun an. Beziehungsweise der uns auch ein Werkzeug fertigen soll, um die Burg zu erklimmen, in der unser Onkel gefangen gehalten wird. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Gegend hier an, denn das ist ein ganz neues Gebiet. Ja, es hat sich hier auch ringsherum, ihr habt es jetzt gerade kurz gesehen, so das ein oder andere Fragezeichen erschlossen. Fragezeichen sind ja immer ganz interessant. Genau. Das kann mal nur ein Schrein sein, das kann aber auch mal ein heißes Bad sein. Kann auch mal Dreckplörre sein. Wie das Wasser hier gefärbt ist. Ja. Es kann natürlich auch mal sein, dass durch so ein Fragezeichen die eine oder andere kleine zusätzliche Mission für uns freigeschaltet wird, die uns dann über die halbe Weltkarte jagt, gefühlt. Das wissen wir aber alles vorher nicht. Auf jeden Fall ist das alles so toll gemacht in dem Spiel, das kann man nur immer wieder wiederholen, dass man da gerne hingeht, wenn es jetzt, sage ich mal, in der Nähe ist, um extra dafür jetzt die halbe Karte oder die ganze Karte überqueren, das machen wir nicht. Aber es ergibt sich sowieso aus dem Spielverlauf, was? バナ、サシモ。私の名は元宝。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。コモダの浜で亡くったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。 他の武家の旗がありましたら、お持ちいただけるでしょうか? Der war natürlich, kann ich. Also, ob wir die alle finden werden, das waren 80 Stück. 80? Ah ja, wir hatten ja schon mal eins, ne? Eins gefunden, da stand dann ja dabei von Aufzeichnung 43. Auch das so, sobald es in den höheren zweistelligen Bereich geht, ist es schon so ein bisschen. Kann man machen, muss man aber nicht. Also 10 würde ich sammeln, aber 80? Ja. Besonders dann hast du irgendwann 70, 75 und die letzten 5, wo suchst du die dann? Dann kannst du dir die ganze Karte nochmal umgraben, sozusagen. Das ist eigentlich nichts, was so viel Spaß macht. Also solche Sachen machen wir beide nicht gerne. Ne? Nee, sammeln wirklich nur, wenn es, ja. Wenn es auf dem Weg liegt, wenn man dran vorbeikommt. Wir nehmen es halt mit, aber wir beide würden jetzt, glaube ich, bezweifeln, dass wir es schaffen, dieses Spiel dann tatsächlich zu 100%, was solche Sachen angeht, zu erledigen. Wir können es versuchen, vielleicht dann nicht unbedingt innerhalb der Let's Plays. Wenn sich's ergibt, wie gesagt, dann wird das im Video gemacht, wenn man eh mal dran vorbeikommt oder in der Nähe ist. Aber so explizit sich da jetzt stundenlang mit beschäftigen, nee, eher nicht.
Also man bekommt sicherlich dafür, dass man das macht, auch etwas zu sehen. Meine Ne? Außenposten. Siehst du, das wäre sogar schon Mongolengebiet. Ich probiere es mal, ja? Ja, wir probieren es mal. Grundsätzlich haben wir vor uns jetzt so ein kleines bisschen, auch wenn das jetzt vielleicht merkwürdig klingt, um ein bisschen auf diese obere Story-Mission hier dann zu konzentrieren. Ja, ich habe gedacht, wir können ja uns die Umgebung hier mal ein bisschen anschauen. Und dann hier um Komatsu herum und dann machen wir die Story-Mission. Ja. Und dann glaube ich, wird nicht mehr viel kommen. Warum ich das glaube, guck mal bei Fortschritt, da passt nur noch eine Zeile hin. Ja gut, es sei denn, das rückt noch ein Stück weit nach oben. Es kann ja Ich sein, glaube dass nicht, nein. unser Legende des Geistsbild da oben mit der Zeit immer kleiner wird, Nein, um nein, Platz zu schaffen es für wird nicht weitere kleiner. Missionen. Aber das werden wir alles sehen. Also viel kommt hier nicht mehr in diesem Gebiet. Ich Ja. denke, in diesem Bereich hier ist die Mission, die treibende Mission tatsächlich, unseren Onkel zu befreien und Ja. dann wird es hier zu was anderem kommen. Aber schauen wir Ja. mal. Finde und beobachte den Mongolenanführer. Ist wieder ein Bonus hier, sehen wir da oben. Das ist auch immer ganz interessant, das gibt Punkte. Ja, also dafür, dass du den Mann nur anstarrst. Ja, das ist doch okay. Du beobachtest halt, wie er kämpft, Ja. sozusagen. Da ist er auch schon. Durchzwängen würde ich mich jetzt nicht. Kannst du den irgendwie anders beobachten? Theoretisch könntest du ihn ja hier durch diese fette Lücke beobachten. Also das. Genau, im hohen Gras. Sieht er dich nicht, er ist absolut blind, sobald du im Gras bist, beziehungsweise du bist absolut unsichtbar. So. Den könnten wir jetzt rein. Jetzt ist er weg. Huch, was ist jetzt? Ich habe nichts getan. Ich Da war. kommt, da greift jemand an. Vielleicht wieder ein Bär. Nee, das sind Leute. Das sind doch nicht. Sind das etwa Verbündete von uns? Die selbstständig dieses Lager hier angreifen? Ich dachte, ich kann auf das Haus klettern. Vielleicht kannst du das ja, nur nicht an dieser Stelle. Jetzt Sie sehen wurdest mich. du entdeckt. Oh, fertig bist du in meinem Weg. Ich denke schon, ja. Dass du entdeckt wurdest. Die Kamera Ja. wieder Das hast du sehr schön gesagt. Hau ab! Aber es sah jetzt eben wirklich so aus, als hätten da andere Leute angegriffen, ne? Unter Umständen hätte es vielleicht was, ja, ich sage jetzt mal, Nebenmissionsmäßiges gegeben, wenn man denen geholfen hätte, die jetzt hier niederzumähen. Und man wäre dadurch in ihrem Ansehen gestiegen. Weiß Also man mein ja Ziel nicht. ist es, dass die sich jetzt irgendwie wieder normalisieren. Ich glaube, die Lage hat sich beruhigt. Begeben sich schätzungsweise wieder auf ihre Posten. Genau. Wer ist da? Kein Grund für uns, leichtsinnig zu werden. Ich probiere es mal ein bisschen stealthy. Ja. Oder auch nicht. Schon wirst du wieder gesehen. Wo sind die denn alle Versuch doch, nachher? was, kannst du nicht auf das Haus, geht es gar nicht. Ich halte Ist nicht halt ein alles für bisschen. richtig. Warte mal. Ist hier kein Weg, dass ich hier rauskomme? Na da, links. Wo? Na, da ist ja eine Tür. Ah ja. Eine reguläre allerdings. Ich schätze mal, ja genau, da läufst du dem direkt vor die Nase. Eine Treppe, Leiter oder sowas hier drin gibt es nicht, dass man irgendwie aufs Dach käme und von da aus mit Pfeil und Bogen arbeiten könnte. Ah, ich schätze mal da hoch, auf den Zaun vielleicht kannst du. Würde ich mal probieren. Erstmal links vielleicht. Ja. Das habe ich mir doch gedacht. Und jetzt aufs Dach. Jawohl. Super. Da ist jemand gleich. Nein, nein. Sieht nur so aus. Vogelscheuche. Auf dem Dach. Wo sind die denn jetzt Da ist alle? einer zum Beispiel. Ja, gut, die sind zu zweit. Hier war doch jetzt eine. Ich verstehe das nicht. Wo sind die jetzt alle hin? Ja, die haben sich wieder so an den, in den Randbereich verkrochen. Die sind jetzt alle wieder in der Nähe der. Ich wollte schon Mauern sagen, aber eigentlich ist es ja ein Zaun. Ich kann dieses Dojo bald nicht mehr hören.
Ja, dann bring ihn doch um. Ach, da oben, da Ah, ist der, da ist. das habe ich auch nicht gesehen, du. Jetzt ist er da nicht mehr. So, ja. Jetzt bist du auch wieder unentdeckt. Ah, jetzt ist wieder so, als wäre nichts, ne? Oh, Bonus. Töte Gegner ohne zu heilen. 2 von 7, also da fehlen dir doch 5. Das ist ja Ja. durchaus möglich vom Dach aus, ne? So kann ich von hier aus da Der runter, steht da ist einer. genauso blöd drunter, dass du ihn nicht meucheln Toll. kannst. So. Kannst höchstens probieren, ihn aus dieser Deckung Da hinten ist herauszulocken. noch einer. Das wird nichts, da durchs Holz durch. Vielleicht kommt Aber jetzt der noch. kommt ja hier. Ups. Was war da? Oh. Ah ja, nach einer Weile lässt er automatisch los, ja. Das ist gut zu wissen. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Da hinten, re leicht rechts, ist einer. 2. Schade. Okay, der dritte von 7, noch 4. Dann kriegst du Bonus. Da oben ist noch eine. Das ist ein langes, also ein großes Lager. Oh, den erwischst du von hier aus aber richtig nicht. Das ist Bitte? ja. Ich habe nichts gesagt. Hast du was gehört? Das habe ich, also das habe ich jetzt als viel zu weit eingeschätzt eigentlich. Oh, Schande. Wieso Keine scheint? Pfeile mehr. Brennpfeile? Da Auch unten nicht. war eine Station. Ja, hier war irgendwo Munition gehangen, ja. So, jetzt gehe ich Wieder acht von Pfeile. hier. 8 Pfeile sind doch schon fein, ne? Aber warum können wir keine 16 tragen oder 24? Bin zu stark. Wenn du dich duckst, ganz. Schildträger, Tot. ne? Leichtsinn. Speer. Wieder Schild. Und Rüstungsträger. Draufgehauen. Okay. Oh, ist das ärgerlich. Nee, verkamst du nicht zum Heilen. Und das mit dem. Ich habe aber mehrfach, ich habe dreimal gedrückt nach unten. Also auf ein neues. Aber wie fandst du das jetzt? Das hat doch jetzt ganz offensichtlich so ausgesehen, als hättest du da wenigstens ein paar Verbündete. Ja, ich möchte ja schon eigentlich eher Stealthy spielen. Ja. Aber ich würde. Guck mal, den kannst du jetzt von hinten, ja locker, meucheln. Oder kritisch treffen zumindest mal raus jetzt. Nee, Geh doch nee. weg, die greifen mich auch Die an, greifen dich deine auf. Verbündeten hier. Aber das sah so aus. Ist der Anführer. wenigstens down? Ja. Ja, nur weil sie gegen die Mongolen sind, heißt nicht, dass sie für mich sind, ne? Ja. Ja, aber in dem Moment durchaus hilfreich, so ein Stückchen, ne? Halten die gegebenenfalls noch ein paar Gegner vom Leib, solange sie sich mit einem beschäftigen. Was hat der für ein Problem Lass den, gerade? lass ihn stehen. Lass ihn in Ruhe. Hä? Warum ist der andere her? Okay. Könntest du ja. Dorsche! Auf die Fresse, Dorsche! So? So, warte mal ganz kurz, meine Sachen hier koordinieren. Keine Kuh mehr auf. Keine Kuh mehr, aber liegen jetzt vielleicht irgendwo rum. Da ist noch ein Rüstungsträger vorne, wird bekämpft. Oh, wurde besiegt, so wie es aussieht. Ha ja, der Sperrmann da. Tschüss. Oh. Sehr schön.
Sehr schön, Legende erhöht, Bonusziel abgeschlossen. Welches war das jetzt? 7 Gegner ohne zu heilen? Ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. In dem ganzen Tumult hier. So, aber wohin führt mich das Vögelchen? Also wo ist das? Da ist ein Vogel. Das wird doch wieder so, das wird doch wieder so ein Vogelvideo. Wo ist es denn? Oben. Oben, ist gut, ne? So ein Vogel. Und hört mir ja zwitschern. Der kreist irgendwie über dir rum, so komisch. Huh. Ich glaube, das sollte mich auch nur hierher führen, kann das sein? Kann sein. Hier, jetzt, ist es, jetzt ist es befreit. Hier, dahin wollte mich das Vögelchen führen. Ah, bestimmt. Dann gehen wir doch jetzt dahin schnell. Ja, manchmal klappt es einfach gar nicht und dann läuft es auf einmal. Ja. Das ist schon seltsam. Aber der Anführer, der ist jetzt selber jetzt wirklich happig, also so. Da ist der Vogel. Ja. Deswegen habe ich ihn auch nicht gesehen, weil er noch nicht nach da unten, glaube ich, will. Ja, wohl, guck mal. So, ein bisschen. Dann lohnt sich das hoffentlich, wo der uns hinführen will. Leuchtet so schön. Guck mal, ist das ein Fuchsbaum? Nee. Das ist was zum Sammeln. Wanderer Strom, schütze dein Gesicht vor Regen und deine Augen vor der Sonne. Oh. Macht der Helm das nicht? Vögelchen. Das wollte mir das Vögelchen zeigen. Das kann jetzt nicht sein, oder? Okay. Es gibt ja auf der ganzen Welt Rüstungsgegenstände zu finden, Ausrüstungsgegenstände. Oh. Aber mit Strohhüten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, die sehen meistens nicht so dolle aus. Oh, trotzdem schön. So, dann hätten wir in 50 Metern inzwischen das nächste Fragezeichen, was es zu erkunden gilt. An dem ersten haben wir uns jetzt eine Weile verlustiert, gegebenenfalls kürze ich da ein bisschen was weg. Ja, das zweite Mal war sehr schlecht. Mal hat es dann geklappt. Ja. Ja, das scheint es zu sein. Schau mal, wie schön die Sonne da durchkommt. Ja. Denkst du auch die ganze Zeit, es ist Nacht, weißt du? Oder zumindest mal Abend, weil es so wie düster ist. Der Gegenstand um diesen Schreinaufstieg, du bist dann. Okay. Hm? Also ich kann. Mir fehlt hier ein Gegenstand, um weiterzukommen. Was ist denn für ein Gegenstand? Keine Ahnung. Vielleicht das vom Schmied? Für die Burg? Nee. Kann sein. Hat das was mit dem hier zu tun vielleicht? Vielleicht kann ich mit dem Haken einfach an höher gelegene Stellen kommen. Ja, aber normal. Das muss ich mir merken. Da kann ich Schnellreise hinmachen. Talisman des Fernkampfs. Es kann sein, dass ich da vielleicht andere Pfeile brauche. Also ich vermute ja stark, dass wir diese Mission noch machen sollten. Die blaue? Ja, weil wir hier Sprengpfeile und einen Langbogen bekommen. Oh ja, ja, Sprengpfeile sind exzellent. Wären exzellent, wenn wir solche hätten. Ja, was machen wir als nächstes? Ah ja, wir machen Schnellreise. Warum frage ich eigentlich? Muss ich mir merken, dass da einfach der Schrein ist. Gehen wir mal diesen Ort hier angucken. Verbanntenklippe. Sollten die Story-Mission nicht ganz außer Acht lassen. Die läuft uns nicht weg. Das ist richtig, dass sie nicht wegläuft, aber vielleicht möchte sie der ein oder andere Zuschauer sehen. Okay. Ja, oben ist es schon. Naja, dann machen wir immer wieder ein Erkundungsvideo. Warum denn nicht? Ich kann es ja eh nicht ändern. Ne? Alles in der Region. Oh nein, ein Mönch. Und da liegt einer. Mehrere. Was willst du? Aber keine Sprechblase. Was heißt das? Ja. Die Blut ist nicht. Was ist das? 疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず、
口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。おー、いや、フスコが聞こえるな。クス氏に見せるが、死んでおればムクロを燃やす。Was soll ich machen? Wieder Fußspuren verfolgen, so wie es aussieht. Scheinbar eine kleine Quest. Ja. Geht trotzdem mal kurz zu diesem Ort. Oder sind es da? Ne, da sind die Fußspuren. Wir führen auch noch rein zufällig dahin. Ah, Fuchsbau. Okay. Dann führen sie wieder davon weg. Geh doch zum Fuchs. Ja, aber dann verliere ich die Spuren. Ne, die findet man doch wieder auf der Karte. Meinst du? Hatten wir doch schon mal, dass wir Angst hatten, zu weit weggelaufen zu sein. Ja, aber es ist keine aktive Quest. Du hast ja keinen Bildschirm gesehen. Na gut, der Fuchs rennt wahrscheinlich eher weniger weg, ne? Der ist eher noch da später als die Fußspuren. Wahrscheinlich. Das kann nicht weit sein. Die hatten wir schon, oder? Nee. Da muss ja weiter da gehen. Geht da rechts ab, so wie es aussieht. Ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Verbrenn ihn. Den Hexer. Ja, wenn das mal alles war. So, nicht schlafen, die Luca. Das ist gut. Also man wird für diese Kleinigkeiten auch belohnt. Das war hier oben. Ja, dann können das wir war keine Quest, das war einfach so. Wahrscheinlich kann ich jetzt eine Quest freischalten. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber jetzt fällt erstmal das Füchschen, oder? Ja, ich gehe mal zum Mönch, schwätze mit dem. Sag und so, ich habe ihn gefunden. Wo ist mein Geld? Alles jetzt. Wie, du hast nichts. Stirb. Schon fertig. Ja. Okay. Nein, auch solche Kleinigkeiten, die eine Welt lebendig erscheinen lassen, oder? Ja. Einfach so mal was gemacht, ohne jetzt groß. Hier ist noch jemand. Das ist eine Quest, genau. Also es war keine Quest, so wie hier, die wir hier freischalten, sondern einfach. Samurai, Kashine no Mori ni itte wa narimasen yo. Asoko wa ikareru onryou no sumika. Samurai no rei ga chi o motomete imasu. Ima wa ikusa no sanaka. Subete hito no shiwaza de aro. Desu ga mori ni haitte modotta mono wa imasen. Moko mo shima no mono mo. それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか、調べてこよう。そうはです。どうしてそっちに来る？Sehe ich jetzt leider auf den ersten Blick nicht. Nee, das hatten wir schon.Flüster im Wald. Ah, klingt eigentlich auch wieder ganz interessant, ne? Ah ja, komm. Das ist doch nicht so. Aber dennoch, Stressen. Die Story-Mission nicht ganz aus dem Auge verlieren. Ist ja alles in der Nähe der Story-Mission. Ja, aber du weißt, wo einen so eine Nebenmission mal eben hinführen kann, ne? Über die halbe Insel. Und dann macht man sich so einen Plan, oh, jetzt gehe ich dahin, dann dorthin, dann dorthin. Aber das erste, wo du hingehst, führt dich dann schon wieder über die halbe Insel. Das macht das Spiel halt wirklich auch hervorragend. Ja, das ist richtig. Das ist ja nicht mal als Kritik gemeint. Sondern man kommt wirklich rum, man guckt sich die Sachen an. Und es ist ja auch wirklich jeder Ort hier sehenswert. Und ich finde auch, dass man einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also ich weiß, dass hier
der goldene Wald ist. Hier im Süden waren diese großen Bäume. Ja. Also man weiß irgendwie doch noch, hier oben war dieser Bambuswald, weißt du noch, und diese Heilquelle. Ja. Hier waren wir noch gar nicht. Also jeder Ort ist irgendwie auch besonders. Hier war ja dieses, hier im Zentrum war das mit diesen lila Chrysanthemen. Also Aha. man würde diese Orte wiedererkennen. Und viele Open-World-Spiele haben das nicht mit so Ja. großen Karten. Das sieht einfach alles gleich aus. Guck dir mal Mordors Schatten an zum Beispiel. Ja, Kann die Mordor Welt ist noch er. so groß sein, aber wenn halt einfach alles gleich aussieht und du das nicht mehr wiedererkennst, Ja. dann bringt es halt auch nichts. Dann kann die Welt auch ein kleiner Punkt sein. Deswegen finde ich auch die Yakuza-Spiele so schön, weil sie so klein sind von der Fläche her. Aber du weißt einfach, ah, da war das und das, da war dieser Ort, da war jener Ort und fertig. Und Ja. du musst nicht groß weite Strecken gehen. Und du kennst dich aus. Und da sie in jedem Spiel die gleiche Karte verwenden, so mehr oder weniger mit ein paar Änderungen, weißt du eigentlich schon auch, wenn du mehrere Spiele gespielt hast, wo was war, wo was ist. Auch bevor du das Spiel anfängst zu verfehlen. Ja. So, dann haben wir das erledigt. Den Schrein können wir noch nicht machen. Ja, da fehlt uns da was, fehlt uns hat's geheißen. Keine Ahnung. Dann lass uns. Dann können wir jetzt wieder hierher zurückgehen. Und dann würde ich aber die beiden Fragezeichen noch machen, weil die ganz in der Nähe sind. Und dann. Ja, dann wird das allerdings erst wahrscheinlich im nächsten Video was. Die zwei Fragezeichen schaffen wir jetzt vielleicht noch in diesem Video. Ja, das schaffen wir. Je nachdem, ne? Wenn da nicht wieder ein Rattenschwanz dran hängt. Nee, das wird nichts Großes sein, weil die Karte ist ja freigedeckt. Also diese Mongolenpunkte. Das siehst du ja, da ist ja immer Nebel drumherum. Der lichtet sich erst, nachdem du sie erobert hast. Ja. Und da hier alles gelichtet ist, werden das so kleine Pünktchen sein. Ja. Vielleicht eine Quelle, vielleicht Bambus. Ach, das ist schön. Sterben nicht mehr, wenn sie runterfallen. Ja, wenn du rechtzeitig drückst nur, ja. Sollen wir die 150 Meter nicht vielleicht mit dem Pferd rennen? Nein. Noch keinen Platz zu finden. Ui, was ist hier los? Schon wieder Naked Dice. Das heißt schon wieder, ist ein paar Videos her, aber also ihr wascht euch doch nicht, wenn der Dreck. Ihr trinkt doch. Nein. Ich habe gedacht, ich habe etwas gesehen. Aber sie waschen sich in dieser. Ich glaube nicht, dass es dreckig ist. Es ist einfach schlammig. Ja, und mit Schlamm waschen ist geil, oder was? Nein. Du kennst doch manchmal dieser Untergrund, zum Beispiel in Vietnam. Sieht das Wasser auch immer dreckig ist aus, das, aber eigentlich ist das sehr sauber. Weil Lehm drin ist oder irgendwo, ja. Oder halt nicht Lehm, aber ja, so ein rotes, roter Sand halt, ne, ja. Also es ist so sauber und so klar, dass du das im Prinzip siehst, den Untergrund und deswegen ja. hat es diese Färbe. Wieder ein Fuchs. Oh nein, wir kommen vor lauter Füchse. Hier du musst dann verfolgen. Ja. Hallo. Also ist es schon das Fragezeichen hier? Ja. Es ist wirklich nicht ja. weit, also. Das schaffen wir jetzt noch. Der Fuchs lässt uns jetzt wieder hier den kompletten Berg raufklettern. Ich hab ihn so lieb, den kleinen Fuchs, wirklich. Ich wünschte, ich hätte auch einen Fuchs. Ja. Aber er ist doch nach da oben geklettert. Wieso ist er erst hochgeklettert, um wieder hier runter das zu klettern? Ist so toll. Das ist der gleiche Fuchs. Streicheln. Ich glaube, du kannst sie gar nicht. Doch. Also am Anfang konnte man sie nicht immer streicheln. Aber er fremdelt immer noch so ein bisschen. Nein. So kurz hat er Angst. Und dann freut er sich und geht weg. So, das war's schon. Dann jetzt noch hier. Das ist auch in der Stadt und dann sind wir schon beim Questort. Ja. Noch nicht. Oder? Bambus. Bambus, schön, mach mal. Das ist super. Nee, ich würde den Bambus gerne machen. Entschuldigung. Mach halt. Ich mach nur einmal. Nee, mach ruhig. Macht ja auch wirklich Spaß. Ja. So. Moment.
XL1, Viereck L1, XOO, also Kreis, Kreis. Ja. Wow! Ein echter Meister. Ja, ja. Und eine neue Entschlossenheit. Ich bin sehr, sehr gut. Yay! Ach, das ist schön. Ja. Ein tolles Spiel, oder? Ja. So, ich laufe mal dahin. Ach, guck mal, das. Ich meine, wir könnten jetzt mal gucken, also wir könnten noch ein Viertelstündchen machen. Dann lass uns dann wird das Video relativ machen. Dann haben wir die erledigt. Dann müssen wir jetzt wieder so weit reisen. Meinst du, wir brauchen dafür eine ganze Folge? Ja. Ah, okay. Das ist eine Story-Mission. Weißt du, wie lange die letzte ging? Ja, die gingen tatsächlich relativ lang. Oder? Wie lange ging das? Keine Ahnung. Ich müsste oh mein Gott, guck mal. Ich erinnere mich. Hier haben wir doch diesen Hochstapler gesucht. Weißt du noch? Ja. Da war der Marker direkt hier. Ja, ja, genau, da haben wir das erstmal gefunden. Also man ist eigentlich davon ausgegangen, der ist in die Quelle reingegangen und der hat sich da... Ich dachte auch, der hat sich da einfach umgebracht. Nicht umgebracht, aber irgendwie unter Wasser hat er sich versteckt, hat man gedacht. Und dann stand er da und hat auf einen gewartet. Also gut, dann machen wir jetzt Geflüster im Wald. Also, Viertelstündchen wäre auch fast das Maximum, was wir noch machen können. Das ist aber lieb von den Vögelchen. Hallo. Wer weiß, vielleicht ist das sogar unser Hochstapler. Nein. Samurai klingen. Ja, der hat sein Schwert ja fallen lassen. Im Kampf. Vor dem Kampf. Uiuiui. Geflüster im Wald. Das sieht gruselig aus. Oh, das ist was für dich. Das ist was für mich, ja. Ja, am Ende gibt es da tatsächlich Geister. Wenigstens ist es Tag, aber jetzt ist es wieder Nacht. Untersuche den Ort. Na dann untersuch mal. Ich wünsche viel Spaß. Nein, jetzt pustet er noch so gruselig hier. Suche im Wald nach Geistern, ist klar. Das sind bestimmt irgendwelche Tiere. Die wollen mich doch jetzt veräppeln, oder? Da ist schon mal ein Tierchen, ne? Hör auf. Aber die scheinen ja, wie heißt das Wort? Domestiziert zu sein. Die sind wunderschön. Ja. Nichtsdestotrotz. Liebe Kühe. Wir suchen Geister. Ochsen. Ochsen. Nein, wir suchen Geister. Ah, war ein Baum. Vielleicht ist hier auch irgendwo die Blair-Hexe. Oh mein Gott, hörst du das? Das ist Wind. Sehr was schön. Ist das, hier? Das ist cool. Das ist ein Wald. Ein Geisterwald. Gell? Da ist jemand am Rumgeistern. Es ist schön, aber es ist auch schrecklich. Ja, schrecklich schön. Das dauert noch, bis du den Geist gefunden hast, wa? Boah, noch 10 Minuten, ne? Da ist was. Da ist auch bloß ein Baum. Da vorne ist eine Laterne. Ha. Geister entfachen keine Lagerfeuer. Was? Das war jemand. Nee. Etwas? Ich schau mal auf jetzt. Was denn? Ich. Das ist doch nicht normal. Was ist das hier? Wollen die mich. Diese Person ist tot. Er hat keinen Kopf mehr. Jo. Dieser wurde sorgfältig abgetrennt. Was ist das für eine Musik hier? Warum kann es nicht Tag sein? Untersuche die Lagerstätte. Geh nochmal hin. Muss da weiter. Okay. Bestimmt. Ah, Fußspuren. Es ist leider bei uns so hell. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Siehst du sie? Ich sehe Fußspuren, ja. Also weiter, schon weiter auf dem Weg bleiben. Ich sehe sie wirklich nicht. Ich sitze ein bisschen anders zum ja. Fenster. Also einfach auf dem Weg siehst du aber. Den Weg sehe ich so, ja. Ist aber schon düster, ja. Also ich habe von aus meiner Position auch Schwierigkeiten, da ist was zu sehen.
Ja. Es ist zu hell draußen. Aber ich durfte ja jetzt in dieser leicht gruseligen Sequenz dürfte ich ja auch den Raum nicht komplett abdunkeln. Das wäre ja auch fatal, nicht wahr? Ja. So. Ah ja, ist nicht mehr gruselig. Es sieht dich jemand übrigens. Das war sehr gut. Oh, hast du dich mit deiner eigenen Bombe ein kleines bisschen abgelenkt? Aus allen Richtungen kommen sie. Oh, ein Wurfschütze. Den hast du, glaube ich, gerade erledigt. Echt? Ja. Oh! Ja. Also ich hätte ihn jetzt nicht umbringen müssen. Da wäre er weggerannt, ja. So wie es aussieht. Naja gut, Banditen, was sollen die? Tragen nicht zur Gesellschaft bei. Ja. Aber es zahlen keine Steuern. Zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Ja. Weg damit. Das kostet uns nur Geld. Ja. So, jetzt zum Mönchlein gehen. Genau, und dann sind wir auch. Bestimmt, jetzt wart ab. Der Twist ist, dieser Mönch war auch die ganze Zeit schon tot. Und er war der Geist. Der Geist, ja. Oh Gott. Ist er der Geist von Tsushima? Nicht wir. Das Geist von Tsushima. Das Geist von die Tsushima. Er sieht so aus, als säße. Der ist jetzt noch da, ja. Ihr habt die Nacht überlebt, ja, die war sehr kurz, die Nacht. Ich bin jetzt 10 Minuten Nacht jetzt hier. Die Sonne geht gleich wieder auf. しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から賊を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るため、あなたを導いたのでしょう。So, das hat sich doch gelohnt, oder? Ja, haben wir Geflüster im Wald erledigt. Ich würde auch sagen, jetzt reicht's. Genau, für dieses Video ist es da auch mal genug. Jetzt haben wir uns nicht, wie eigentlich ursprünglich gedacht, der Story-Mission gewidmet, aber das machen wir definitiv. Wir haben viel gemacht. Wir haben zwei Fuchsschreine entdeckt. Wir haben einen richtigen Schrein entdeckt. Wir haben ein Mongolengebiet erobert. Wir haben eine Sidequest gemacht. Wir haben Bambus gefehlt, geschnitten. Ja. Nicht gefehlt. Ja, wir haben schon einiges gemacht, so ist nicht. Es gibt viel Allerdings zu entdecken. Geht's. Eine solche, egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt einiges gemacht in diesem Video, ne? Ihr habt es gesehen. Im nächsten Video geht es dann tatsächlich mal. Wahrscheinlich einfach schnell hinreisen. Jetzt sind wir hier hinten mal eben, ne? Naja, wir machen es einfach mit. Wir machen mit Schnellreise, machen wir uns hier hin. Das, ich denke mal, wir sehen uns dann auch im nächsten Video hier unten dann wieder. Da gehen wir jetzt gleich schnell noch offscreen hin. Und ja, dann kümmern wir uns um die nächste Story-Mission. Dann ist dieses Video an dieser Stelle zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.